Vielen Dank. Ich fühle mich sehr geehrt. Genau, also ich wurde gefragt, ob ich heute ein bisschen was zu meinem Werdegang bzw. zum Werdegang von unserem Unternehmen erzählen kann, das übrigens Dexley Chem heißt, Chem für Chemistry. Wir waren von Anfang an auch international unterwegs und dann, ja, es ist sozusagen ein bisschen einfacher, wenn man gleich den Namen so wendet. Zu meiner eigenen Person. Ja, ich bin Diplom-Ingenieurin. Ich habe hier an der TU Berlin studiert. Dann bin ich in die Forschung gegangen und habe eine Erfindung getätigt und mir dann überlegt, okay, wir sind in Berlin, Startup Capital, international auch gut vernetzt hier. Warum denn nicht auch ein Startup in der Chemie gründen? Damals vor 6,5 Jahren haben wir gegründet, aber der Weg war dann doch ein bisschen länger. Als ich mir das überlegt hatte, gab es keine Chemie-Startups in Deutschland. Ja, wir hatten hier starke digitale Startup-Szene, aber im Industriebereich zu gründen, allen, denen ich das erzählt habe, alle haben gesagt, nein, ja, das geht nicht. Ich werde auch immer wieder gefragt, wer waren denn Ihre Unterstützer? Und ich muss ehrlich lange darüber nachdenken, weil am Anfang gab es keinen. Es gab niemanden, der irgendwie gesagt hat, so, oh, ist ja eine coole Idee, mach das doch. Ja, alle haben gesagt, wie soll denn das funktionieren? Das geht nicht. Du kannst in der Chemie, kannst du kein Startup gründen. Ja, wie würdest du das Kapital auftreiben? So, das funktioniert nicht. Gleichzeitig komme ich aus einer Arbeiterfamilie. Ja, also ich habe auch keinen finanziellen Background, wo man jetzt irgendwie, wo ich irgendwie hätte anrufen können, so kannst du mir mal ein paar Millionen leihen, war leider auch nicht möglich. Und irgendwie habe ich mir mal gedacht, das kann doch irgendwie nicht wahr sein. Ja? Chemische Industrie ist die drittgrößte Industrie in diesem Land. Ich selber habe mich schon während meines Studiums auf die Optimierung von Produktionsverfahren spezialisiert gehabt und damals gesehen, okay, so wie wir heute produzieren, wird diese Industrie in eine Sackgasse laufen. Ja, das wird einfach nicht funktionieren. Das geht nicht. Und ich habe damals das erste Produktionsverfahren, was ich optimiert habe, war für Wackerchemie. Ich habe dann eine neuartige Art von Simulationen angewendet. Und das Verfahren lief seit 50 Jahren auf die gleiche Art und Weise. Ja, die meisten Prozesse, die in der Industrie implementiert sind, laufen seit vielen Jahrzehnten. Und da gibt es ganz unterschiedliche Gründe dafür. Ja, das liegt jetzt nicht daran, dass man irgendwie keine Lust hat, mal was Neues auszuprobieren, aber es gibt einfach so ein paar Geflogenheiten, gerade wenn man dann auch Richtung die Produktion von Arzneimitteln geht. Es gibt so Sprüche, die viel, viel aussagen, sowas wie never change a running process. Ja? Kann man natürlich sagen, okay, das ist jetzt nicht unbedingt sehr innovationsfreundlich. Aber es gibt auch Hintergründe dafür, weil man ja immer eine gewisse Qualität sicherstellen muss. Ja, wenn ich dann hingehe und hier und da was verändere, dann wird das natürlich schwierig, weil das immense Auswirkungen haben kann. Aber gleichzeitig, ich bin ein Kind der 80er Jahre. Ja, ich bin mit Umweltschutz und Sensibilisierung bin ich groß geworden. Ich habe selber Tschernobyl erlebt. Ich kann mich daran erinnern, wie ich als Kind nicht rausgehen durfte, draußen spielen. Und all diese Dinge haben mich früh geprägt, weil ich sehr früh auch mit dem Selbstverständnis groß geworden bin. Wir als Menschheit sind in der Lage, die Welt aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ja? Und das heißt, wir als Menschheit sind auch in der Verpflichtung, dem entgegenzuwirken. Egal, wo wir arbeiten, egal, was wir tun. Und für mich war es klar, ich will es zumindest probiert haben. Egal, ob es funktioniert oder nicht, ich will immer in den Spiegel gucken können und mir sagen können, okay, ich habe es zumindest probiert. Egal, ob es hinterher funktioniert oder nicht. Und das war so mein Ansatzpunkt. Gleichzeitig, damals, als ich angefangen habe,
Ich war die erste in meiner Familie, die überhaupt studiert hat. Ja, ich wusste auch überhaupt nicht, wie dieses ganze System funktioniert. Und habe dann angefangen zu forschen, habe mich da total rein vergraben. 3 Jahre lang sind, glaube ich, so meine Sozialkompetenzen immer weiter verkrüppelt, weil ich ziemlich alleine vor mich hingeforscht habe. Hat auch 3 Jahre lang nicht funktioniert. Es war eine ziemlich einsame und eine ziemlich frustrierte Zeit. Dann auf einmal, dann diese Erfindung getätigt und mir dann gedacht, okay, es wäre doch eine gute Möglichkeit, wenn man heute schon in Wasser produzieren kann, anstelle von erdölbasierten organischen Lösungsmitteln, wenn man dabei noch Kosten sparen kann in der Produktion, ja, warum machen wir das dann nicht? Und für mich war klar, ich will nicht Jahre meines Lebens einer Sache gewidmet haben, ohne zumindest auch die Chance zu sehen, das irgendwann mal angewendet zu sehen in der Industrie. Und ich wusste, viele, viele Dinge werden heute in Forschungsinstituten überall auf der Welt entwickelt, aber nur ein Bruchteil davon gelangt an den Markt. Und die Frage ist doch, warum denn eigentlich? Ja? Und wie können wir das ändern? Und ich bin so ein Typ, wenn ich sehe, etwas funktioniert nicht, ja, dann jammer ich nicht lange rum und beklag mich überall, sondern ich krempel dann die Ärmel hoch und sage, ja, okay, gut, dann muss ich es halt selber machen, ist mir doch egal. So. Und das habe ich dann gemacht. Ich hatte kein Kapital, ich hatte kein Netzwerk, weil ich damals nicht wusste, dass sowas wichtig ist. Ich hatte eine Idee, ja, und dachte mir, ja gut, dann mal einen Schritt nach dem anderen, fangen wir mal an. Hab mir dann als erstes Mitgründer gesucht. Einer der Mitgründer ist auch hier, der Fabian. Leute, die ich von früher kannte, mit denen ich zusammen studiert hatte und die mich kannten und die halt auch wussten, okay, ich bin auch ein cleveres Köpfchen, lass es uns doch mal ausprobieren. Und dann haben wir angefangen und ich glaube, die ersten 1,5 Jahre hat es erstmal gar nicht funktioniert. Ja, niemand, also wir haben nicht mal Präsentationstermine bekommen in großen Chemieunternehmen, in den Pharmaunternehmen. Wir wollten zeigen, was wir können, aber uns hat niemand zugehört. Und ich bin heute hier auf der Bühne, aber damals war das auch so, ich wollte das gar nicht. Also ich bin eigentlich jemand, der sehr gerne technisch arbeitet und ich hatte mir Mitgründer gesucht, die, ich sag jetzt mal, eher so die Rampensäue sind, die das auch gerne machen, auf die Bühne zu gehen. Und bei mir war das überhaupt nicht der Fall. Also ich habe das nicht gerne gemacht. Wir wurden aber betreut vom Center for Entrepreneurship von der TU Berlin und die haben mich immer gepusht und haben gesagt, Sonja, das geht nicht, wenn ihr ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen wollt, die wollen immer die Erfinderin sehen. Ja? Also irgendwie musst du mal damit klarkommen, dann vielleicht auch mal, dass du selber auch mal auf eine Bühne gehen musst. Und dann habe ich ein Coaching nach dem anderen bekommen, wie man pitcht und so weiter. Und es war immer eine komplette Katastrophe. Ja, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich war richtig schlecht da drin, weil mir diese Formate auch überhaupt nicht gefallen haben. Ja, da rauszugehen und zu sagen, so, oh, ich bin die Allergeilste und ich habe sonst was gemacht. Und ja, hier investiert Millionen und es gibt gar kein Risiko und es ist total toll. Das war halt nicht meine Art. Und es war für mich persönlich auch immer eine sehr schwierige Erfahrung. Ja, weil ich wollte ja gut sein. Ich wollte auch gut sein für mein Team. Und dann nach dem Pitch dann runterzugehen und in die Gesichter vom Team zu gucken, ja, und dann die Enttäuschung zu sehen, weil man es halt wieder irgendwie nicht gut gemacht hat. Das war für mich persönlich auch sehr hart und irgendwann habe ich dann aber gesagt, so wisst ihr was, mir ist das auch da wieder alles vollkommen egal. Ich mache das jetzt auf meine Art. Ich mache das so, wie ich denke, wie es richtig ist und womit ich mich gut identifizieren kann. Und dann habe ich dieses ganze Pitch-Training, habe ich vergessen, habe ich beiseite gelegt, mir dann überlegt, was sind denn meine
meine Driver, warum mache ich denn das eigentlich? Ja, was ist mir wichtig? Welche Botschaften sind wichtig, die ich vermitteln möchte? Und als ich mir darüber klar geworden bin, fing es dann auch an, gut zu werden. Zum Glück. Also eher sozusagen in seiner Mitte bleiben und sich wirklich überlegen, warum möchte man Entrepreneur werden, warum möchte man diesen Schritt gehen, was möchte man verändern auf der Welt. Und das war das eine. Das andere war, dass wir uns dann irgendwann überlegt haben, wie schaffen wir es tatsächlich ranzukommen an diese Industrie. Sehr konservative Industrie, ja, so Thema auch Buddy-Netzwerke, ganz großes Thema. Wie kommt man da tatsächlich rein? Und wir haben dann eine mehrdimensionale Strategie ausgearbeitet und haben gesagt, okay, das muss eigentlich auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Zum einen müssen wir Druck aufs oberste Management ausüben. Ja? Es kann nicht sein, dass es da keine Innovationsprogramme gibt. Es kann nicht sein, dass es keine Prozesse gibt zur Zusammenarbeit mit Startups. Wir wurden ausgelacht auf den ersten Messen, auf denen wir waren. Ja? Niemand hat uns für voll genommen. Und da war klar, das schaffen wir nur, wenn wir in die Öffentlichkeit gehen. Ja? Wenn wir sozusagen immer wieder Druck ausüben und sagen, okay, wenn wir Druck ausüben und sagen, okay, da muss was passieren, diese Industrie muss fit gemacht werden für die Zukunft. Das Schöne bei dieser Industrie ist ja auch, an der Stelle mal, sie ist ja den Marktgesetzen unterworfen. Das heißt, ist immer ganz klar, man muss immer wieder gute Informationen liefern für die Märkte, für die Börsen. Und wenn dann auf einmal schlechte Informationen die Runde machen, ja, man wäre nicht innovativ und so weiter, dann ist das natürlich nicht so gut. Das heißt, über die Öffentlichkeit Druck aufs Top-Management zu machen. Das Zweite war, dass wir gesagt haben, wir müssen irgendwie auch ran an dieses ganze Thema Legislation. Die Behördenseite damals war sehr stark im Bereich zum Beispiel Chemikalienregulierung unterwegs. Das Thema Innovation hatten sie praktisch nicht auf dem Schirm. Wir haben dann 2015 die weltweit erste Chemie-Startup-Pitching-Session organisiert, hier auf einer Green Chemistry-Konferenz, die veranstaltet wurde vom Bundesumweltamt. Das haben wir mit dem Bundesverband Deutscher Startups zusammen gemacht, einfach weil wir zeigen wollten, okay, ja, das ist jetzt nicht nur Dexlecam, die da eine Rolle spielen und die sagen, es muss was passieren, sondern es ist eine Szene dahinter. Ja, so gemeinsam ist man stärker. Und das hat viel in Bewegung gesetzt, weil die Verantwortlichen auf einmal gesehen haben, okay, wenn ich eine Chemikalie versuche zu regulieren, dann kommen Chemiker und überlegen sich 5 neue, die eventuell noch toxikologischer sind, noch umweltschädlicher, die dann zwar nicht mehr diese Verbotskriterien erfüllen, ja, aber den eigentlichen Zweck, dass man etwas in eine positive Richtung pushen wollte, hat man nicht erreicht. Nur mit dem Thema Innovation kann man es auf einmal erreichen, wenn man den Chemikern verständlich macht und ihnen zeigt, im Bereich Green Chemistry ist ein riesiger Innovationspool, ja, der bisher noch nicht abgeschöpft wurde. Und dann kann ich auf einmal, indem ich mir umweltfreundlichere Chemikalien ausdenke, die designe, ja, kann ich auf einmal Geld machen. Ja? Das ist ein Business Case dahinter. Bei Business Case, so, da ist natürlich jedes Unternehmen, was Profit per Definition erwirtschaften möchte, unter Zugzwang. Und da haben dann auf einmal auch die Regulierungsseite hat gesehen, okay, das Thema Innovation ist ja eigentlich total spannend für uns, weil wir damit unser eigentliches Ziel erreichen können, grünere Chemikalien zu designen. Haben wir angefangen, dass wir auch gesagt haben, also ja, das eine ist Druck aus Management, andere ist das Thema Regulierung und dann aber natürlich auch Kontakte aufbauen zu den technischen Abteilungen.
Am Anfang sind wir mal rumgerannt und sind dann auch schnell zum Beispiel bei einer Nachhaltigkeitsabteilung im Unternehmen gelandet, weil wir dachten, okay, es ist ja nachhaltiger, was wir anbieten. Vielleicht kann man darüber ja versuchen, ein Geschäft zu machen. Da haben wir dann aber auch ganz schnell gemerkt, das ist gar keine gute Idee, mit den Nachhaltigkeitsabteilungen zu reden, weil die haben kein Geld für Projekte und die haben keine Macht im Unternehmen. Ja? Immer wenn man versucht, über die Nachhaltigkeitsabteilung, also unsere persönliche Erfahrung, sie mögen andere Erfahrungen gemacht haben, aber wenn wir versucht haben, über die Nachhaltigkeitsabteilungen ins Chemieunternehmen reinzukommen, ist das im Sande versickert. Hinterher haben uns sogar Leute aus technischen Abteilungen gesagt, so, nee, das dürft ihr auf keinen Fall machen. Ja? Wenn ich eine E-Mail von denen kriege, so, das schmeiße ich immer gleich in den Papierkorb. Das interessiert uns nicht. Deswegen direkt Kontakt zu den Abteilungen aufzubauen, wo die Macht ist. Technische Entwicklung, Produktion. Und das bedeutet aber auch, man muss natürlich erfolgreiche Projekte machen. Ja? Man muss delivern können. Man muss gut sein in den naturwissenschaftlichen, ingenieurwissenschaftlichen Dingen, die man tut. Und im Zweifel muss man auch Projekte ablehnen, auch wenn man das Geld noch so sehr braucht, wenn man sich nicht sicher ist, dass man wirklich delivern und wenn nicht sogar overdelivern kann. Und das haben wir auch getan. Das tun wir auch heute immer noch, was manchmal sehr schwierig ist, weil wir sind auch immer noch komplett unabhängig. Wir haben bis heute kein Venture Capital oder irgendwas mit drin. Und das ist natürlich schwierig. Also genau, wir sind letztes Jahr war das erste Jahr, wo wir profitabel gewirtschaftet haben. Aber es ist kein leichter Weg. Und man braucht auf jeden Fall Verbündete, die es überall gibt, die es in jedem Unternehmen gibt. Es gibt überall Schwarz und Weiß. Ja, es ist, wir haben ganz, ganz viele Farben auf der Welt und genauso sieht es auch in jedem Unternehmen aus. Und man muss sich eben die Internal Champions suchen, die das gleiche Wertesystem haben wie man selbst. Und keine Zeit verschwenden auf diejenigen, die es nicht haben. Ja? So. Vielen Dank. Also, mir wurde gezeigt, die Zeit ist vorbei. Ja, okay. Ich könnte auch noch weiterreden, aber können auch gerne später noch auf mich zukommen. Die bleibt noch mal kurz da. Okay. Muss ich mal ganz kurz sagen, Sie als Speakerin, ja, ist die erste Speakerin, die sofort, wenn man kurz mal sagt, Zeit ist abgelaufen, dann sofort abbricht. Unsere männlichen Speaker haben das nicht so kongruent gemacht. Also Wahnsinn. Ich war jetzt gar nicht vorbereitet. Also Sonja, ich bin extrem begeistert und so froh, dass du hier bist. Wir haben nämlich schon gestern sehr viel über Cradle to Cradle gesprochen und über eine Nachhaltigkeit und wie man das machen kann, über 10, 15 Ideen von Herrn Braungart und du hast es jetzt einfach mal gemacht. Was ist jetzt dein Ziel für die Zukunft? Was wünschst du dir für dein Unternehmen, aber auch für andere Chemieunternehmen oder Ingenieurbüros? Was wünschst du dir? Ja, also für Chemieunternehmen allgemein würde ich mir natürlich wünschen, dass das Thema Green Chemistry und Sustainable Chemistry, dass es noch weiter Einzug erhält. Also es ist ein Megatrend und die Unternehmen fangen an, da auch mehr in der Richtung zu machen. Das sieht man klar. Also das finde ich auch eigentlich ganz schön bei der Chemieindustrie in Deutschland, dass sie erkannt haben, durch unsere Impulse, dass da tatsächlich ein Business Case dahinter ist. Und jetzt mal im Gegensatz zum Beispiel zur Automobilindustrie, die sich ja mit Händen und Füßen irgendwie dagegen wehrt, sagt die Chemieindustrie, nein, wir nehmen das an. Ja, das ist die Richtung, in die wir wollen. Lass uns gucken, wie können wir da hinkommen. Und das finde ich eigentlich, ja, das finde ich eigentlich ganz schön. Und für unser Unternehmen, wir hatten von Anfang an vor, jetzt nicht nur Entwicklungsdienstleistungen anzubieten für die chemisch-pharmazeutische Industrie, ist das, was wir gerade machen. Wir optimieren Verfahren, wir entwickeln neue Verfahren, sondern wir wollen unsere eigene Produktion aufbauen. Genau, und da sind wir am Evaluieren, wie wir das machen können. Und in unserem Vorgespräch hast du auch gesagt, dass natürlich die Klimawende wichtig ist, aber die Chemiewende ist nicht weniger wichtig. Und Deutschland, hast du ja auch gerade in deinem Vortrag gesagt, ist ein wichtiger Standort auch in Sachen Chemie. Wie kann man noch mehr
wie kann man noch mehr Wissenschaftler dazu bringen, dass sie ihre Forschung auch mit Startups zusammen vielleicht in die Welt bringen? Ja, das ist tatsächlich ein bisschen das Problem, dass so das Thema Wirtschaft viel in der Wissenschaft verpönt ist. Ja? Dass es dann so ein bisschen ist, so nee, da soll sich die Industrie drum kümmern und man selber nimmt seine Verantwortung gar nicht wahr, dass jeder ja auch eine Verantwortung hat, mitzuhelfen, dass die Dinge besser werden. Und Startups haben sich in verschiedenen Branchen als Tool erwiesen, wie man Innovationen tatsächlich in den Markt reinbekommen kann. Und ja, also da muss man als Finanzier, ja, da muss die Gesellschaft als Finanzier der Wissenschaft zumindest die Institute, die angewandte Forschung machen, mehr in die Verantwortung nehmen. Also Grundlagenforschung, das finde ich blödsinnig, die dazu zu drängen, immer zu zeigen, so, wo ist das Produkt, ja, aber in der angewandten Forschung sollte man noch viel mehr dahin kommen und eben auch ins Curriculum grüne Chemie, Nachhaltigkeit mit reinnehmen. Was ist ja fast, also ich glaube, es gibt irgendwie 1-2 Lehrstühle in ganz Deutschland, wo das der Fall ist. Chemiker werden immer noch falsch ausgebildet. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank, dass du da bist. Hoffentlich bleibst du noch 10-20 Minuten da, weil ich mir sicher bin, dass noch ganz viele andere Menschen Fragen haben. Und ich bin mir sicher, wir werden weiterhin von dir hören. Ja. Dankeschön. Okay.